sollten auch die Helden vorkommen. Mal schauen, wie sich das so Ding. Ich glaube, es ist sogar vor der Story von Herr der Ringe. Also wahrscheinlich erleben wir auch die Story in diesem Spiel. Keine Ahnung. Und ja, für Herr der Ringe-Fans natürlich ein Muss. Ich bin weniger ein Fan. Ich glaube, ich muss da unten hin. Bisschen looten. Es ist alles zusammengestützt. Hallo? Ja, da muss ich es halt nicht machen. Wieso wird das denn markiert? Blödsinn. Okay, jetzt ist hier alles zusammengestürzt wahrscheinlich. Ja. Wow, die Effekte, die waren so schön. Nein, du kannst nichts dafür. Okay. Edelion ist ein verlassenes Mahnmal, das an die Gier von Skorgrim Grimhand erinnert. 600 Jahre nach seinem Fall bewohnen Zwerge die alten Hallen. Elrond von Bruchtal, der eine aufziehende Gefahr gespürt hat, entsandte seine Söhne Elrohir und Eladan, um der Sache auf den Grund zu gehen. Aha. Okay, ja. Immer Krieg im Mittelerde. Okay, wir sind hier irgendwo im Schneegebiet. Aha. Schmied für mittlere Rüstung. Das ist jetzt... Was ist das jetzt? Haben wir... Steht das nirgends? Thorins Halle. Okay, gut. Ausbilderin für Kundige. Hallo. Schade um Edhelion und die einst schönen Schneefelder dieses Landes. Kundige Fertigkeiten lernen. Okay, es gibt auch drei Währungen. Und das ist Gold, Silber und Bronze wahrscheinlich. Und ein Kupfer. Okay, Gold, Silber und Kupfer. Aha. Dann gibt es hier leichte Rüstungen. Waffenschmieden, Bogen machen, Ausbilder für Hüter, Ausbilder für Waffenmeister. Und hier die anderen Charakterklassenausbilder. Ausbilder für Baden. Wir könnten Musik machen, wieso nicht? Werden wir zum Superstar. Aber das geht nicht. Wir brauchen Bade. Wir brauchen die Charakterklasse Bade. Okay, was haben wir für Rüstungen eigentlich? Kann man hier ein Statusfenster öffnen? Ja, Charakterfenster. Also, was haben wir hier? Hier sind so die fast normalen Attribute. Okay, Schicksal ist für kritische Treffer zuständig. Der Wille verbessert die Wertung für Nahkampfangriff, taktischer Angriff, den Heileffekt auf andere Resistenz sowie die taktischen taktische Schaden zu reduzieren. Okay. Also wir haben Robben. Das ist klar, aber leichte Rüstung, okay. Schauen wir mal beim leichten Rüstung nach. Gibt es etwas, das ihr benötigt? Okay, die sind alle zu teuer und wir können sie noch nicht tragen. Also, Quest weitermachen. Hallo? Hey, ich will mit dir reden. Ich bin hierher gekommen, um dieser Gruppe so. Meine Dienste anzubieten. Wählen. Aber wir müssen sie zuerst machen wahrscheinlich. Wir müssen dann hier in diese Richtung gehen. Was wollte ich noch machen? Haben wir den Bär? Nein, wir haben den Bär nicht mehr. Dann nehmen wir den Bär.
Also es gibt wahrscheinlich noch mehr Ding. Buch der Taten. Das ist wahrscheinlich ein Erfolge-Menü. Ich will die wahrscheinlich muss man das beim Ausbilder dann schauen. Mal kurz. Wir haben doch hier den Ausbilder gehabt. Hier kann man das schauen. Was kann ich für euch tun? Nein, man hat ja nichts gehabt, genau. Hey, ich will nur reden. Den Laden durchstöbern. Auch nichts, schade. Ja, dann müssen wir später schauen. Seid wachsam, Elb. Nicht weit von diesen mauen, lauen Billwisse. Was ist denn Billwisse? Da will ich treten. Ah, doch. Oh, die Quest ist schon vorüber. Zeit für mich opfern? Mein Vater ist großartig unter den Weisen und seine Träume und Vorhersagen... Solche Quests sind ja immer noch am besten. Einfach kurz irgendwo hin gehen und dann Quest abgeben. Okay. Ich überlese, also ich lese nur das Wichtigste kurz raus. Und ihr könnt ja stoppen und alles lesen. Ich war es, der diese Gruppe hierher geführt hat. Aber es gab einen kleinen Fehler in meinem Plan. Ja, mir interessiert so nicht ganz so die Story. Also natürlich das Wichtigste ist schon. Aber wenn man hier nur so von einem Vater und so hört, das ist wenig. Schwarzer Schnee verschmutzt von den schlampigen Führungen dieser Hallen durch die Grimhans. Okay, Quest abschließen. Die Effekte. Einen Baum. Aha. Okay, nehmen wir die an. Schauen kurz ins Inventar. Und ziehen doch das mal an. 18 Rüstung ist besser. So. Und hier ist sogar noch auf Englisch. Okay. Jetzt sehen wir noch besser aus. Also schauen wir mal die Aussicht ein bisschen an. Ja, die Sichtweite ist recht groß, aber die Details, die sind schon nah eigentlich weg. Schade, es hat nicht so eine gute Engine, aber als das Spiel eigentlich veröffentlicht wurde, wurde sie richtig gelobt und ja, scheinbar ja, ist sie heute immer noch so gut. Also ich kann jetzt nicht viel auszusetzen haben, was eben die Sichtweite, das ist klar, bei weniger Grafikleistung für die Grafikkarten und so kann man nicht so super Grafik erwarten und ja. Und eben weil das Spiel schon älter ist und wahrscheinlich auch nicht die Grafik so gut verbessert wurde und sonst die Engine auch nicht mehr so aushaltet, kann ich das wirklich verstehen, dass es nicht so gute Grafik ist. Zum Beispiel hier die Textur, die sieht wirklich aus, als würde sie einfach extrem gestreckt worden sein, aber sonst ist alles gut und der Sound gefällt mir eigentlich auch gut. Aber ich bin nicht so der Soundmann, also derjenige, der auf den Sound immer hört und so. Also ich habe ein gutes Headset, ich höre den Sound auch anders als ihr, wenn ihr nicht so gute Headsets oder Lautsprecher habt oder sonst irgendwas. Okay, das war jetzt, hier waren wir am Anfang wahrscheinlich, ja. Genau. Ja, und jetzt ist alles ein bisschen düsterer geworden. Ich habe keine Genehmigung. Wieso habe ich keine Genehmigung? Schade. Ja, und jetzt zum Gameplay. Es ist halt eben ein ganz waschechtes Japano-Rollenspiel.
MMORPG. Und deshalb kann man nicht genau, also kann man nicht so viel erwarten. Die Quests sind momentan halt ein bisschen öde. Aber ich hoffe, es werden nicht alle Quests so bringe das und töte das. Sind richtig spannend. Und ich komme nicht mehr raus. Ich weiß nicht mehr weiter. Irgendwie muss man nun doch hier hinten durch. Ja, aber hier raus kann ich ja nicht. Ah, das ist nur markiert. Das muss ich noch ein bisschen verstehen. Also hier rechts. Okay, ja. Also, haben wir kein Pferd. Das ist nur das Begleitermenü. Okay. Dann gehen wir hier runter. Müssen wir wahrscheinlich auch, ja. Aha. Bekommt man Fallschaden? Nö. Aber es tönte nicht gerade gut für die Knochen. Nein, das wage ich jetzt nicht. Kann der Bär eigentlich runterstürzen? Bär, geh mal dorthin. Nein, dann geht er wahrscheinlich hier runter. Kann man das überhaupt? Nur zum Ziel. Okay, Silbertiefe. Nein, da gehen wir noch nicht entlang. Das ist wahrscheinlich eine Instanz, wo man ja Herausforderungen machen muss und so. Und eine Rose mit auf dem Weg. Wahrscheinlich sind das so spawnende Sachen, die einfach so spawnen. Und deshalb auch mal am Weg spawnen. Und es laggt schon wieder ein bisschen. Irgendwas mit Laden ein bisschen runter. Irgendwas mit Laden. Leistung, machen wir halt die Qualität. Nein, das sind nur kleine Spiele hier. Das bringt's ja nicht. Machen wir hier die Textur, den Texturen-Cache ein bisschen runter. Ich hoffe, jetzt geht's. Ja. Das ist meistens bei großen Spielen so, dass es einfach viel zu viele Texturen auf einmal geladen werden und dadurch auch auf High-End-Systemen ein bisschen leckt. Okay, hier haben wir Gegner. Da schauen wir mal, ob wir die töten können. Level 10. Ich sag nichts, aber ich glaube, den schaffen wir noch nicht. Ach, schade, es leckt. Sowas von schade. Was ladet denn alles? Das ist halt auch wegen Fraps noch. Kann man leider nicht viel machen. Post-Processing. Ich weiß nicht, was man da unterstellen sollte. Atmosphärische Details. Nö, das ist nicht das. Ich suche eben die Einstellung, die so zum Lecken bringen. Okay, jetzt sind wir in einem Dorf. Da bleiben wir öfters. Da werden nicht so viele Texturen geladen.
Ausstattung kaufen. Aha, da kann man direkt ein ganzes Set von Ausrüstung kaufen. Okay. Vorratshändler. Was hast du so? Dies ist eine Beleidigung. Was? Nur weil du ein Gegner bist, oder was? Also vom gegnerischen Team gehört. Werdet ihr mir helfen? Ah, ihr gehört ja gar nicht zu den Grimhands. Seid gegrüßt. Jetzt beenden. Hättet ihr die Güte, einen Augenblick mit mir zu sprechen? Diese Aufgabe muss man kaufen. Oh, shit. Das fängt schon gut an. Schade, sehr schade. Das ist eine Beleidigung. Herr, nette Leute von Turbine. Es wäre ja gut, wenn ihr etwas zum Kaufen anbietet, aber bitte danach mit Qualität. Und nicht dann einfach denken, ja, wir haben ein gigantisches Spiel und es ist sehr erfolgreich. Wieso machen wir nicht die ganze Zeit Bezahlquests oder so? Weil, ja. Ich kenne Free-to-Play-MMORPGs, die besser sind momentan. Also, ich habe ja noch nicht so viel gesehen von Lotro, aber bis jetzt ist es noch nicht so gut. Dann fühle ich mich ein bisschen verarscht, wenn ich das noch kaufen müsste und kaufen möchte und dann enttäuscht werde. Aber ich bin auch ein bisschen zu verwöhnt. Also für andere Leute wird es sicher auch Spaß machen, wenn sie noch nicht so viel kennen. Aber für mich ist es halt schon ein bisschen Standard. Und für so etwas möchte ich noch nicht zahlen oder gar nicht zahlen. Dabei habe ich so zuversichtlich auf das Spiel geschaut. Aber das sind andere MMORPGs noch viel schlimmer. Also zum Beispiel World of Warcraft, da weiß ich wirklich nicht, was alle so haben. Wieso sie es so gut finden. Es hat einen riesigen Umfang, das ist klar. Viele Charakterklassen, viele Fähigkeiten und so weiter. Aber so richtig möchten mir die 13 Euro pro Monat nicht so in den Kopf steigen. Und ich werde es wahrscheinlich auch nie kaufen. Und ich hätte schon lange einen Free-to-Play-Server genommen, also einen Privat-Server, wenn die nicht so schwer zum Installieren wären. Wieso kann man die nicht einfach so installieren und fertig? Da muss man noch ganz viele Dateien runterladen und da muss man noch dies und das aktivieren, sich anmelden und alles mögliche. Das ist ein bisschen kompliziert für einen Server alleine, für ein eigenes Spiel ganz klar. Aber nicht für einen Privatserver. Da drüben hat es Ausrufezeichen. Aber das ist wahrscheinlich unten. Oder was ist das? Das ist kein Ausrufezeichen. Naja, ich komme jetzt hier nicht weiter. Ich weiß nicht wohin. Wo bin ich? Okay, ich muss rein wahrscheinlich. Dann gehen wir doch mal rein. Ja, dann beende ich hier die Aufnahme für Aufnahmesession 1 und wir sehen uns dann in Aufnahmesession 2 wieder. Ich werde eure Kommentare mal anschauen, lesen und so und dann geht es eigentlich schon weiter. Bis, also ich werde jetzt noch Ion anschauen, ein anderes Free-to-Play MMORPG und werde dann natürlich wieder zurückkehren und dann weitermachen. Aber momentan sehe ich nicht gerade, was ich machen muss. Da muss ich das nochmal anschauen, Quests. So. Einleitung.
Ja, ich muss die Klassenfertigkeit verbessern. Aha. Ja, muss ich jetzt das machen oder muss ich jetzt anders machen? Keine Ahnung. Chronik. Fake aktivieren. Soziale Kontakte. Sippe. Das ist wahrscheinlich die Gilde. Schlachtzug, da kann man sich für Instanzen bewerben, also einloggen. Und wenn dann alles voll sind, genug Spiele drin sind, kann es losgehen. Also. Okay, also ich werde das nächste Mal wahrscheinlich oben beim Kundigerlehrer sein, damit ich nicht euch das ruckelartige Laufen zeigen muss. Und ja, wenn ihr wisst, wie man die Grafik-Performance ein bisschen steigern könnte, ohne viel zu runterzustellen, dann dürft ihr mir das gerne natürlich sagen und mir ein bisschen helfen. Und wenn ihr Fragen habt oder so, da könnt ihr mir gerne diese Fragen stellen, aber ich weiß noch nicht so viel darüber, aber es gibt gute Kollegen von mir, die das Spiel haben und die können die das dann in den Kommentaren beantworten, also unten in die Videos oder sonst im Forum oder sonst irgendwo oder auch mal privat. Also, ja, dann bis zum nächsten Mal und ich hoffe, es wird noch besser, also ich bin aber zuversichtlich und bis zum nächsten Mal. Tschüss!